Edge of the Beats. Willkommen im Leben und dann leitet dein Papa einen Pedo-Treff. Er gab dir innige tiefe Liebe, deshalb machst du halt Emo-Rap. Ja, und ich war schon früher dope, nur fahr ich jetzt die infantile Kinderschiene auf der Überholspur. Du machst hier die Regeln, die Line hat mir zugesetzt. Doch nur wenn deine Schwester die Regel hat, hast du Blut geleckt. Es ist Tatsache, dass ich vom Achtel hier der Förster bin. Der Clown trifft nicht meinen Geschmack, ich geh lieber zu Burger King. Aus dem Garten Eden werde ich deine Parts zerlegen. Schon bei der Beatwahl schneidest du dir in dein eigenes Fleisch die Binde mit Nagelscheren. Für Pesto waren es zwei, für dich reichen 8 Zeile. Denn wieder dahin sich kannst du dir vor mir eine Scheibe abschneiden. Du meinst, ich würde meiner Papa den Penis aufrichten, reichst ihm nicht mal bis ans Knie, doch wird seine Kehle aufschlitzen. Wir haben auch eine lange Suche gestartet und fürs Video ebenfalls ein Macho-Double gecastet. Meine Texte sind nicht Oberarm, sie brechen dir den Oberarm. Meine Rechnung geht voll auf, deine macht jeden Oberarm. Mein Bauch hat mehr als 9 Ringe, bumpig. Doch deine fette Frau hat mehr Ringe als 9. Du hast den Spaß in den Augen, siehst aus wie Krusty der Clown. Du hast Basti vertraut, ja, du gehst fast wieder raus. Siehst dich nackt im TV mit belasteten Frauen. Bei dir kommt das Blau, das aus dem Maul, wie bei Cindy Crawford. Die Clownsmaske, ist das Slipknot-Fan? Unmöglich wie unendliche Puzzles. Du weißt wohl selbst, dass der Vergleich unendlicher Stuss ist. Es ist Fettklops Rap-Gott, der dich Drecksschmock wegboxt, während du Chefkoch dir Crack-Rocks im Blechtopf zurechtkochst. Bei mir sitzt alles schulmäßig wie in einer Englischstunde. So gewinne ich nicht nur Land, sondern auch diese Battle-Runde. Mir reichen nicht nur Klicks, vergleicht man unsere Gigs. Stimmt es fast, was du sagst? Okay, eigentlich nicht. Zwei Parts und dieser Clown fliegt. Bei deinen Gigs heben alle ihre Arme. Ich kann mir gut vorstellen, wie das aussieht. Komm, wir spielen ein Spiel, denn du bist praktisch geschlagen. Ich seh was, was du nicht siehst. Das ist das Achtelfinale. Du hast den Spaß in den Augen, siehst aus wie Krusty der Clown. Du hast Basti vertraut, ja, du gehst fast wieder raus. Siehst dich nackt im TV mit belasteten Frauen. Bei dir kommt das Blau, das aus dem Maul, wie bei Cindy Crawford. Mein Tatort geht über den Äquator. Ich bin irgendwo in nirgendwo wie ein Alligator. Fess ich mich durch meine eigene Matrix. Fick, pick, nick, mit zick, klicks, fickt, klick, klack, klick, mich, bitch. 1, 2, Basti kommt vorbei. 3, 4, er klopft am Matsches Tür. Zur Abwechslung Double Time Modus, damit alle Hater mir wieder mal sagen, dass ich bin die Stärkere in meinen weiteren Runden des Battle Turniers. Aber laber dabei nur noch dämliche Kacke ganz ohne zu reimen. Und nur um zu zeigen, dass wenn es um sinnlose Schreiberei geht, ich hier immer noch einer der besten bin. Und mir doch sowieso niemand das Wasser reicht. Alle voran schon mal gar nicht der Macho, der immer noch denkt, ja, er hätte eine sehr gute Möglichkeit, Battle bei Basti zu kicken aus diesem Turnier. Aber leider wird das nie der Fall sein, denn diese dämliche Penner verkackt seine Rückrunde. Wunderbar! Hey Matschu, wie ich versprochen hab, bin jetzt in Wittenberg und ich suche jetzt deine Mutter. Matschus Mutter? Hallo?